neuen Folge Let's Play Brick Force Beta. Und das ist der Marvin. Ja, sonst ist es auf dem Server namens Florian. Und da spielen wir jetzt TDM, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, weiter. Ja, cool, dass ich gespawnt werde. Warten. Ich benutze mal eine andere Pistole was als die Standard. Was ist eine scheiß Map, ey? Ich kenne die gar nicht. Ich auch nicht. Trotzdem ist die scheiße, weil du musst erstmal tot geschossen los. Ich erstmal mit meiner BK-47. Sag doch bitte AK, ja? Danke. Nein, jetzt, die heißt BK. Das ist mir egal. Immerhin sind wir alle in einem Team, oder? Ja. Ah, Marcel, moin. Da unten bist du ja. Alter, dieses Hochhaus, wo du gerade drin bist, ist vollkommen verwirrend. Oh Gott. Was haben die hier schon wieder sein? Alle mit Spawn Protection? Das ist vollkommen verwirrend, das Haus. Egal. Ich hast du mal reingezogen, wie viele Stockwerke das hat? Weiß ich nicht. Ich bin gerade am Hochhaus. Viel zu viele. Und vor allem werde ich die ganze Zeit von hinten getötet. Das finde ich irgendwie nicht sozial. Ach, das ist doch voll sozial. Was hast du? Ja, natürlich, ey. Ich hätte erstmal getötet. Ey, Marcel, ich bin oben am Hochhaus. Wäre ich jetzt ein Sniper, wäre es geil. Ja, nur leider bist du kein Sniper. Bam! Ich komm auch mal nach oben. Ah, scheiße, hinter uns einer. Pass auf, oben ist einer. Ja, ich bin noch nicht ganz oben. Das hat ja ein paar Stockwerke hier. Verdammt. Jetzt ist er tot. Der hat noch eine Nade geworfen. Jetzt kann ich allen auf den Kopf spucken. Wie zum Beispiel diesem Sniper dort. Der meint, die Fenster wären sicher. Boah, überall Sniper, überall Sniper. Kann ich das Sentry hier benutzen? Ja. Musst du dich so ziemlich reinstellen und dann E drücken. Ja, toll, dann werde ich gesniped. Lukas, du bist da. Ja. Ah, schön. Wir sind in dem Channel im Server 4. Oder Room 4, wie auch immer man es nennen mag. Room 4. Room 4. Ich glaub's nicht, wie viele Sniper ich habe. Bei mir ist es. Ich zähle sogar dazu. Ey, snipe jemanden, brauchen wir einen Daumen snipe. Ja, ich habe noch 2 live und ich habe keine Munition. So, jetzt kann ich nur noch mit der Pistole den alle zu töten. Jetzt kann ich nur noch mit der Pistole den Leuten auf den Kopf schießen. Und auch noch Headshots. Ja, ich habe einen Double Kill gemacht. Ich habe ganze 0 Kills. Moritz, du scheinst ja richtig gut zu sein. Ja, ist er. Alter, die Pistole ist übel. Ich mache immer 2 Schüsse und mache einen Headshot. Das geht mit der ab. Die ist besser als die AK. Ich schieße immer 10 Schuss ins Gesicht und ich mache aber nix. Ja, das ist manchmal hier in dem Spiel. Ich habe auch schon irgendwie 3-mal ins Gesicht geschossen mit einer Sniper und er ist nicht tot. Na, ist ja auch eine Beta. Ja. Wobei ich das jetzt immer noch nicht so ganz verstanden habe. Ist das Spiel jetzt Free-to-Play? Also wird es Free-to-Play sein oder nicht? Na, das weiß ich auch nicht. Aber Klaus Peter ist natürlich Free-to-Play. Marcel, ich komm mal zu der Deckung hier. Granatata, was war? Oh yeah, Headshot. Oh. Und ist auch nochmal einen Kopfschuss. Nein, das ist diesmal kein Headshot. Ich hab irgendwie aus der Botanik eine Granate ins Gesicht geschmissen. Ja, da mit dem Stand MG campen. Mein Gott, mein Vorrat. Weil es Ferreo fast Küsschen so ist leer. Weiß. Ich hab dich übrigens gerade gerecht. Mich? Nein, Marvin. Oh, wie langweilig. Du musst mich. Oh Gott! Warum sagt mir denn keiner, dass im Spawn ihr Haus ist? Wie war das denn? Ey, ich hab dich gerade. Ich hab dich gerade gerecht. Moritz, wenn die Gegner Spawn Protection haben, dann können wir nicht so viel dagegen machen. Na, warte auf mich. Ich kletter erstmal ins Hochhaus. Aua, ich werde erst unten angeschossen. Nein! Oh Gott! Jawohl! Ich dachte, ich schaff den Jump darüber. Der Server ist voll. Ja, wissen wir. Du musst noch etwas warten. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Bin schon drin. Och, Manu ist ja noch.
So, jetzt renn ich mal mit meinem Schraubenschlüssel in der Hand. Nein, mit der Pistole. Ich hätte nicht so lange auf einem Fleck stehen bleiben sollen. Vielleicht sinnvoll gewesen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und jetzt stürme ich das Haus mit meiner Pistole, weil man ja mit der Pistole und dem Schraubenschlüssel schneller läuft. Aua. Wenn ich Sniper mit habe, renne ich in der Welt nur mit der Pistole. Das ist Sentry haben, verdammt. So, die sind voll schlecht und vor allem kann man sie nicht wieder verlassen, was ich irgendwie nicht verstehe. Bringen. Achso. Ich drücke immer E, um sie zu verlassen. Ja, hab ich auch am Anfang gedacht, aber springen ist es. Voll der Schwachsinn. Ja, natürlich ist es Schwachsinn. Wie wär's hier oben zu zweit mit der Pistole stehen und die Leute alle einen Headshot machen? So. Ja. Nein! Wie die Leute einfach traurig aussehen, wenn sie kapieren. Ja, ist doch gut. Verdammt. CS ist for Kids halt, ne? Counter-Strike for Kids. In Extreme Gore Edition. Ja, aber Marcel, also, weiß ich nicht, hat das Spiel überhaupt eine FSK oder eine PG-Empfehlung? Ja, ich glaube 12. Ja, weil ich meine, ab 6 kann man das jetzt eher nicht machen. Dafür ist es viel zu blutig, ne? Es fliegen Sterne durch die Luft. Diese Schusswaffengeräusche, die sind schon extrem gewaltverherrlicht. Aua. Dann fließt irgendwie voll behindert. Trifft nie und du wirst durchgehend irgendwie insta gesniped. Egal, sieht was geil ich aus. Irgendwie finde, okay, dass die Blätter viel zu hell sind. Viel zu hell ist immer noch der weiße Block, wenn du da in einem Raum drin bist. Dass man auch seine Optionen im Game nicht einstellen kann. Die Maus-Dingens kannst du einstellen. Maus-Empfindlichkeit. Moment, war das gerade Lukas? Mit dem scharfen, mit einem scharfen S und einem Apostroph kannst du die einstellen. Maus-Dingens. Jammer, Double Kill. Ja, Mann, übel schlechte Stats. Ja, Mann, Moritz, 6-16. Aber es macht irgendwie schon Spaß, muss man sagen. Auch wenn man die ganze Zeit kapiert. Irgendwie nicht. Also, ich kapiere nicht, aber es macht trotzdem Spaß. Ah, verdammt. Nein, ich bin tot. Ja, ich habe schon 17 Kills. Ja, ich habe 28. Ja, ich habe 17 Tode. Ich hab nur die Kills geklaut von so einem Spire-Kill. Aua, gar nicht. Verdammt. Das Scheiß, dass man sich nicht hinten kann. Und überhaupt nicht ordentlich in Deckung gehen. Doch, hinter einem Block versteckt. Oh, da haben wir verloren. Ich hab doch gerade noch so einen Schwimmwinkel gemacht. Ja, die Map ist irgendwie scheiße. Ich glaube, die bewerte ich nur mit 3. Ja, vielleicht gibt's ja noch eine andere. Jetzt direkt kommt bestimmt eine andere. Ich bewerte die mit 2. Ja, ich kann ja mal einen Raum aufmachen, die für eine Map, die ein Freund von mir gemacht hat. Ich würde ja gerne mal meine CSS-Map registrieren, nur leider funktioniert das ja nicht. Warum ich denn? Kann keinen Modus für die Map auswählen. Komm mal rüber. Ja, dann hast du nicht genügend Spawn-Punkte gesetzt. Brave, komm rüber. Kannst du natürlich auch keinen. Du musst sämtliche Spawn-Points festsetzen. Vorher kannst du nicht registrieren. Ja, ich habe 5 Spawn-Points für jedes Team. Du brauchst 8 für jedes Team. Warum sagt mir das niemand? Und für jeder gegen jeden brauchst du 16 neutrale. Steht sogar extra dabei, wenn du mal drüber gehst. Aha. Soll ich sonst mal eben die Map fertigstellen und dann spielen wir die? Können wir auch machen. Helfe ich dir sogar. Okay. Dann gehen wir mal kurz in den Edit-Modus. Map-Edit DE61. Ja. Vielleicht kennt der eine oder andere die Map ja auch. Das ist GG Tuba. Tuba. So, Deko-Bricks. Ach ne, gar nicht. Normale Bricks. Wie heißt denn das Spiel? Keine Ahnung. Moment, ich erstelle neues. Zurück doch einfach ins EG. Ich behalte dich im Auge. So heißt die Map. Moment, ich behalte dich etwas. Guck mal, was das ist. So, auf B, das Menü auf U. Nein, das ist nicht. Doch, ich behalte dich im Auge, ist ja. So heißt es. Nee, gab's da mehr. Okay, also muss ich jetzt noch. Moment.
maximal. Ah, okay. Maximal 8, aber man muss 8 setzen, um es zu riskieren. Das ist ja auch mal genial. Mhm. Da gibt's so viele, ich behalte dich im Auge. Ja. Jetzt hab ich dich gefunden. Cool, es ist gerade voll verbuggt. Warum? Hier, ich kann keine blauen Flaggen mehr stellen, weil ich habe die gerade hier hingebaut und dann sind die nicht gespawnt. Wie? Ich kann jetzt keine Flaggen mehr bauen. Okay. So, jetzt. Und jetzt ist die maximale Anzahl erreicht. Naja, Rechte. Machen wir das halt so. Ja, mache ich. Gib mich Rechte, yay. Bitte sehr. Ich finde blöd, dass das Menü da. Für jeder gegen jeden musste halt auch die 16 Dinger voll aussetzen. Es ist total verbuggt. Moment, ich starte das nochmal neu, ohne zu speichern. Nein, tu es nicht. Kannst auch einfach nochmal in den Raum kommen, das ist ja schon klar, oder? Okay, dann bist du wieder Master. Aber dadurch wird ja nicht die Map resettet, weil sie war ja gerade verbuggt. Und das heißt jetzt Test 1, 2, 3. Da. DS 1, 2, 3, ja. Ist egal. So, und jetzt war's. Das ist ja schon wieder verbuggt gewesen. Rechte. Gib mir Rechte. Kannst du jetzt noch blaue Flaggen setzen? Maximal Anzahl. Ja, aber es sind nicht 8. Es sind nur 7. Arsch. 1, 2, 3, weil ich habe hier vorhin 5, einen hingebaut. 6, und 7? Egal, fällt keinem auf. Vielleicht hast du noch irgendwo einen hingeklatscht und hast es vergessen, irgendwo in einem Gebäude oder so. Wenn du überhaupt hier rein kannst, ein Gebäude. Ja nicht. Jetzt steht da auch, du hast nicht mehr als 8 Einheiten von diesem. Du kannst nicht mehr als 8 Einheiten von diesem Brick platzieren und bei dem anderen steht, dass man die maximale Anzahl erreicht hat. Das ist irgendwie komisch. Naja. Dann nochmal Single Spawn Points. 16 Stück. Ja, das ist für jeder gegen jeden. Ja, hatte ich ja auch vor. So, haben wir da einen hin, da einen hin, da einen hin. Da von den roten sind es 8 Stück. Ja, ich weiß, die haben ja auch nicht gebackt. Da einen hin, da einen hin. Dein Hände, ein Hände, ein Hände. Wie du ja in die Luft gesetzt hast. Oh. Sollte eigentlich da drauf, so. Dahin, dahin, da rein. Da. Ah, ich hab zu viele. Dann kommt der da weg. Und der da hinten. Gut, dann müsste ich die ja jetzt speichern und registrieren können. Eigentlich schon. Speichern. Und registrieren. Und Teamkampf kann ich immer noch nicht auswählen, weil es ja verbuggt ist, aber Überlebenskampf. Kann man auch mehrere gleichzeitig auswählen? Ja. Wenn es nicht verbuggt ist. Ja, dann speicher mal ab und mach's nochmal. Mach dann halt den einen nochmal. Vielleicht geht's dann wieder. Ja, Moment, ich muss noch einen Single Point wieder setzen, weil der hing auch in der Luft. Du kannst ihn ja schon in die Luft setzen, aber nicht zu hoch. Fällt halt runter. Ja, das will ich ja nicht. So, speichern. Jetzt nochmal verlassen, oder wie? So, erstellen. Und los geht's. Oh mein Gott, hier ist ein Raum CS Assault bauen. Na dann, wenn Sie meinen. Blau. Okay, es hat funktioniert und jetzt müsste ich beide registrieren können. Gehe ich nochmal auf eine erhöhte Position. So. Speichern. Registrieren. Registrieren. Fertig. So, jetzt können wir sie spielen. Hast du gerade aufgenommen die ganze Zeit, während du sie editiert hast? Ja, habe ich auch noch nicht gezeigt bisher, wie man baut und so. Ja, ist ja auch sehr interessant. Also das ist ja auch ein Feature dieser Beta.
Jo. Ja, gut. Dann wollen wir Überlebenskampf oder Teamkampf? Überlebenskampf ist spannender mit so wenig Leuten. Ja, Free for All, bitte. Teamkampf wäre irgendwie besser. Ja, ich sollte vielleicht mal Einstellungen tätigen. Ziel 80, Zeitlimit 10. Alle Waffen, maximale Spieler hauen wir mal hoch auf 16, ja, sonst macht das ja keinen Spaß. Hast du schon Spiel auf? TDM, GG, Unterstrich, oh ne, CSS Map. So. Und Überlebenskampf. Go. Okay, dann gucke ich mal, ob ich das finde. Und wie heißt's? TDM, CSS Map. TDM, CSS Map. Überlebenskampf wartet. Da bin ich doch dabei. Nein. Lukas? Jo. Joinst du? Wie heißt der Server jetzt? TDM CSS Map. Moritz, okay. Machst du auch bereit? Ich bin bereit. Nee, bin ich nicht. Du bist nicht bereit. Ich bin bereit. Bereit. Wenn ihr uns, wenn ihr mitmachen wollt bei der Aufnahme, also da könnt ihr einfach unserem TS beitreten. Die Daten stehen in der Beschreibung. Und weiß ich leider jetzt gerade nicht aus. Auf unserer Website unter www.interviewgame.de. Da stehen die, wusste ich gar nicht. Die werden da stehen. Ich rede im Futur. Oh. Okay. Das wäre schön, Moritz. Was aber auch übel verpackt ist, ist Anzeige des Textes. Die überragen sich manchmal. Aha. Zum Beispiel die Spieleinstellung und der Chat. Ja, das liegt an der Übersetzung. Kann sein. Im Englischen ist das nicht so. Okay, wir können loslegen, wenn alle bright sind. Wenn Denver nicht gleich ready ist, Kick und Start. Moment mal. Natürlich. Ready? Oh, ich baller dich sofort ins Gesicht. Verdammt, fick. Headshot. Ey. Fickt euch. Ihr beide ineinander spawnt. Bock doch mal. Wie lange hast du verdammt nochmal Spawnschutz? Ziemlich lange. Aber erstmal ein Triple Kill dadurch kassiert. Oh. LOL. Jetzt wird's ja richtig voll hier. Headshot. Verdammt. Da hat jemand einen Sniper. Alter, der mit der Sniper regt mich irgendwie auf. Jetzt ist der Typ mit der Sniper tot. Fuck you. Wieso hast du so lang den scheiß Spawnshot? Weil ich rushe. Marsch. Hey, kriegt man Kill-Assist-Punkte? Wie geht das denn bitte? Das check ich auch nicht bei TDM. Ah. Bei. Ist ja. Nehmen du mit, wieso hab ich das eigentlich TDM? Ja, gut, aber. Wieso hab ich das überhaupt TDM genannt? Ich meine, die sind alle gegeneinander. Und. Den bist du trotzdem. Wieso hab ich das TDM genannt? Kill beteiligt als Assist. Moritz, bleib doch stehen, ich möchte dich töten. Oh, toll. Alter, Trace rockt hier erstmal durch. Achso, der lädt gerade. Ich baller ihm die ganze Zeit im Kopf und wundere mich, warum er nicht trifft. Aber ich frage mich echt, warum habe ich es TDM genannt, wenn es gar kein TDM ist. Wie lang zum Teufel hast du Spawnshots? Ich war über dir und... Nein, ich meine Trace. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Mr. Fellow. Mr. Fellow ist nicht schlecht. Hallo Marcel. Hallo Lukas. Hallo Moritz. Marcel, ich hasse dich. Den Spawnschutz haben sie schon irgendwie übertrieben. Ja, vor allem, dass man ihn nicht einstellen kann, das ist doof. Es wäre viel praktischer, wenn man ihn einstellen kann. Spawnschutz habe ich generell nichts auszusetzen, aber. Nicht so lang. Er ist manchmal einfach zu lang. Kommt auf die Map halt. Wenn man jetzt so eine kleine Gun-Game-Map hat, dann ist das logisch, dass man. Den Spawn-Schutz eigentlich geringer bräuchte. Aua. Zumindest bei Team Deathmatch, weil man ja 16 Spawn-Points setzen muss.
Double Kill. Aua. Headshot. Gar nicht. Counter Double Kill. Okay. Es ist einfach so. Game over. Game over? Ja, Game over. Ich bewerte es mal mit 10, ist ja meine eigene Map. Ich gebe nur 6. Scheiße. Für jeder gegen jeden eignet sie sich. Die Seele.